So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen ein äußerst düsteres, krankes Horrorspiel. Mal wieder ein Spiel aus der Silent Hill-Serie. Wir spielen Silent Hill Homecoming, wie ihr im Titel schon lesen konntet. Wir haben ja schon mal probiert, den ersten Teil durchzuspielen, aber da ist mir ja das Spiel gecrashed, die Speicherstände sind weg gewesen und deshalb konnten wir das Spiel nicht weiterspielen. Vielleicht werde ich das irgendwann mal nachholen, aber bis dahin, jetzt nach Cry of Fear, dem übelst geilen Horrorspiel, was wir durchgespielt haben, brauchen wir natürlich ein neues Horrorprojekt und ich habe mich dafür Silent Hill Homecoming, einen relativ neuen Silent Hill Teil entschieden. Und irgendwie habe ich habe sehr viele Probleme mit dem Spiel, es stürzt ab und zu mal ab, selbst im Menü, wenn ich es jetzt minimiere und wieder maximiere, stürzt es auf jeden Fall ab. Ja, ich hoffe einfach mal, die Aufnahme läuft jetzt soweit. Wir müssen auf jeden Fall hier Controller verwenden, nochmal drücken, bap, damit der Controller erkannt wird. Das muss ich jedes Mal machen, wenn ich das Spiel starte. Absolut nervig. Ja, Freunde. Ich werde einfach mal gucken, ob das jetzt alles funktioniert. Ich nehme jetzt meine Facecam auch separat auf, um bessere Qualität hinzubekommen. Und es ist alles ein bisschen blöd, weil mein Aufnahmeprogramm für die Webcam, die kann ich nur mit der Maus steuern, da gibt es keine Shortcuts für. Und wenn ich das Spiel minimiere, Aufzeichnung starte und wieder maximiere, crasht wieder das Spiel. Es ist wieder typisch. Es ist wieder typisch, es funktioniert rein gar nichts. Aber jetzt laufen beide Aufnahmeprogramme, es sollte alles funktionieren. Es sollte meine Tonspur ordentlich aufgenommen werden. Hoffen wir einfach mal das Beste. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Und ich bin wirklich gespannt. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, vor ein paar Monaten. Vielleicht sogar Jahren, ich glaube, wo es erschienen ist, da vor ein paar Jahren habe ich es gespielt, ist ja glaube 2009 rausgekommen. Alter Schwede, ist ja auch schon wieder ewig her. Ich weiß nicht mehr viel. Wir lassen uns einfach mal überraschen bei Silent Hill Homecoming. Ich starte einfach mal ein neues Spiel in der Hoffnung, dass es nicht wieder abstürzt. Bei Schwierigkeitsstufe normal sind alle Monster und verfügbare Munition auf dem Standardwert. Wir spielen natürlich auf normal. Bildschirmhelligkeit habe ich soweit, ist soweit in Ordnung. Ah, Freunde, Silent Hill, ich habe ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Silent Hill ist immer so ein Spiel, kann böse sein, ich weiß nicht, Silent Hill Homecoming hat, glaube ich, nicht so die besten Bewertungen bekommen. Okay. Wo ist mein Squad? Sind sie hier? Did they make it? Hey, hey, talk to me. Say something. Oh God. Oh God. Hey, hey, what are they doing? What's going on there? Hey, where are you taking me? Okay. What is this place? Hey, where are you taking me? No! Where am I, man? Daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Hey, wait. Where are you going? Don't leave me here! Okay, das ist schon mal ein sehr komischer Silent Hill-Einstieg. Oh Mann, alter Pyramid Head. Der Pyramidenschädel. Absolut keine Ahnung, welcher hier Knopf 1 ist, aber ich drücke einfach mal den ich denke. Mit der Gamepad-Belegung war auch wieder ein Krampf. Okay. Schalte in dunklen Bereichen deine Taschenlampe an. Ich hoffe wirklich, dass die Aufnahme jetzt läuft. Ich habe keinen Bock mal wieder hier, dass es nicht mehr funktioniert. Deswegen machen wir die erste Folge auch mal nicht so lang, damit ich hier in Ruhe testen kann. Taschenlampe Taste 3, okay. Ich muss noch herausfinden, was Taste 3 ist. Das war schon mal nicht Taste 3. Okay. Alles klar. Aber Monster werden ja von
von meiner Taschenlampe angezogen. Ich hoffe einmal, dass jetzt noch keine Monster erscheinen. Das Schloss ist anscheinend defekt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Notiz eines Arztes. Der Patient in Zimmer 206 ist morgen für eine transorbitale Lobotomie vorgesehen. Ich habe vorgeschrieben, dass die folgenden Medikamente am Tag des Eingriffs verdoppelt werden. Ich dachte, Lobotomien seien veraltet. Wer hat diesen Eingriff bestimmt? Ich bin leider nicht so versiert medizinisch, dass ich jetzt sagen kann, was eine Lobotomie ist. Es scheint auf jeden Fall eine sehr veraltete Methode zu sein. Ich finde die Grafik auch sehr gut, muss ich sagen. Es leckt ein bisschen. Ich weiß nicht, wie die Aufnahme am Ende aussieht. Wie gesagt, ich mache die erste Folge mal nicht so lang, um noch ein bisschen was einzustellen und ein bisschen was rumzuprobieren. Und warum kann ich die Tür... Es ist echt ein bisschen... Es wird nicht immer angezeigt, Tür öffnen, aber okay. Hallo? Josh. Josh, ist das du? Wer ist Josh? Bericht über fehlenden Patienten. Och, Kinder, Alter. Ich mag Kinder überhaupt nicht in solchen Spielen. Zimmer 205. Patient fehlt. Zuletzt gesehen im Tagesraum. Einen Tag nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen. Oh Mann, ey. Das ist wieder mal so richtig geil psychomäßig. Steht da was? 624. Etwas wurde in die Oberfläche des Röntgenbilds gekratzt. 624, okay. Ohne Karte. Karten sind, ihr habt es im ersten Teil, falls ihr das Let's Play gesehen habt. Karten sind mit das Wichtigste im Spiel. Ich muss noch rausfinden, wie ich die Karte auch öffne. Okay, mit der Taste. Ziele. Zoomen, okay. Dann kommen sie aus dem Krankenhaus. So richtig komme ich mit der Steuerung noch nicht klar. Ah, okay. Alles klar, Freunde. Wir kommen langsam rein. War hier nicht eigentlich gerade dieses Gitter? Oder bilde ich mir das ein? Alter, warum liegen hier Leichen rum? Was ist denn? Es ist wahrscheinlich wieder alles nur ein Albtraum, irgendeine Illusion. Also ich hoffe zumindest, dass es bloß eine Illusion ist. Oh, hier ein Tonikum. Gesundheitsdrink. Eine Seite eines Vorfallberichts. Der Patient sprang durch das Fenster und verwüstete das Zimmer nebenan. Der Patient antwortete nicht auf Befehle. Letztendlich konnten drei Mitarbeiter den Patienten bezwingen. Der Patient fiel in einen katatonischen Zustand und reagierte nicht mehr auf Stimuli von außen. Während der Elektroschocktherapie in der darauffolgenden Woche muss der Patient nicht mehr gefesselt werden. Alter, dieses Babygeheule, ne? Wo kommt denn... Eine Kinderpuppe. Wie ist sie nur hierher gekommen? Alter, eine Kinderpuppe in dem Brutkasten. Ich fass die Welt nicht. Okay, hier ist die... Röntgenfilme halten. Höchstwahrscheinlich, mir ist gerade eingefallen, vielleicht könnten wir damit zurückgehen. Combat Training Dings, okay. Ich habe das jetzt einfach mal übersprungen. Basic Weapons, Kampf. Der Soldat von heute muss auf ein hartes Training und mehr vorbereitet sein. Mit diesen Techniken werden sie draußen überleben. Ausrüsten einer Waffe, öffnen das Waffenmenü. Es ist wieder bloß ein kleines Tutorial. Halte bei angelegter Nahkampfwaffe
Die Zieltaste gedrückt und zurückgesehen. Bla 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 bla. Okay. Haben wir denn überhaupt eine Waffe mit? Es sieht nämlich gerade nicht so aus. Das Menü war wo? Alter, ich hab's schon wieder vergessen, ne? Schade, dass die Xbox-Tasten nicht angezeigt werden. Ich kann mir nur so blöde Bezeichnungen einblenden lassen. 1, 2, 3. Ich weiß aber nicht, welche Taste das ist. Ach hier, okay. Ne, wir scheinen noch keine Waffe zu haben. Schlossdefekt. Okay, das heißt, also ich denke mal, wir müssen jetzt zurück zum anderen Röntgenbild. Und da das... Da ah! Oh! Oh, es geht da schon gut los hier. Es geht da schon wunderbar los. Wir müssen jetzt, denke ich mal, hier das Röntgenbild einsetzen. Röntgenfilm. 624872, okay. 624872, das müssen wir uns jetzt merken. Alter, wie einfach ein Kind hockt und malt. Das ist wieder so typisch Silent Hill. Ich habe schon wieder den Code vergessen. 624872. Ich weiß nicht so richtig, wo ich den Code eingeben kann. Da hat doch hier irgendwas von Keypad gelabert. Ah, hier. 624872. Okay. Also Josh. Josh, where are you going? Natürlich rennt er weg. Was soll er sonst tun? Ein schönes Bläuschen halten? Wahrscheinlich nicht. Kinderzeichnung. Oh Mann. Freunde, ich glaube, dieses Let's Play... Entschuldigung, könnte eine kleine Horrorqual werden, mal wieder. Oh, dieses Geräusch, wenn die Türen nochmal zugehen, ne? Josh! Komm zu mir, Josh. Okay. Das klingt ein bisschen, als hätte jemand entweder exorbitanten Durchfall oder... Alter, wie widerlich ist das denn? Was ist das bitte für ein Krankenhaus? Also, so super scheint hier mit ihren Patienten auf jeden Fall nicht umzugehen. So viel sei gesagt. Oh, das scheint wieder ein Speicherpunkt zu sein. Ja. Genau. Das kennen wir ja schon aus allen anderen Silent Hill-Teilen, dass wir hier speichern können. Okay. Speichern erfolgreich. Weiter geht's. Ah, wenn wir double tappen, gehen wir schnell durch die Tür. Warum ist hier abgeschlossen? Ist da jemand drin? Natürlich nicht. Ist niemand drin. Oh Gott, Freunde, wir kriegen eine Nahkampfwaffe. Wir kriegen eine Nahkampfwaffe, was heißt? Oh Gott. Scheiße. Ah, das kennen wir doch. Kennt ihr das aus dem Film? Die Wandlung von Silent Hill? Oh. Oh nee, die ist eine Krankenschwester. Ah. Ich glaube, wir müssen jetzt fighten. Ah, stopp.
Scheiße. Stirb. Stirb. Das Kämpfen fühlt sich ja echt gut an. Man kann so ausweichen. Haben wir jetzt sehr viel Energie verloren. Ich hoffe nicht. Wo sieht man denn eigentlich unsere Energieanzeige? Achso, hier war sie doch. Da rechts, links der Balken. Okay, das Kämpfen ist auf jeden Fall schon mal nicht so hakelig wie im ersten Teil. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt noch mehr Kämpfen stellen, Freunde. Oh, was? Was ist denn das? Okay. Mir hat das alte Krankenhaus jetzt zwar auch nicht so gefallen. Aber das hier... Das hier ist nochmal eine Stufe weiter, auf jeden Fall. Was rattert denn hier so? Okay. Wartet mal, Freunde, mir kommt gerade noch eine Idee, wie man das ganze Flair noch ein bisschen verbessern könnte. So ist das doch viel angenehmer. Vielleicht mache ich bloß die kleine Lampe hier an. So, da seht ihr mein Gesicht ein bisschen. Da hinten das Licht, das mache ich auch noch aus. Wartet kurz, Freunde, das mache ich auch noch aus. Da haben wir hier einen richtigen düsteren Raum. Na, ob ich mir das richtig überlegt habe, da fühlt sich das Spiel doch gleich viel, viel amüsanter an. Da habe ich doch gleich viel mehr Bock. Okay. Ja, das ist gleich viel geiler. Nicht so eine Tagesbeleuchtung hier drin. Kommt mir gleich ein bisschen, kommt mir gleich ein... Ah! Oh! Kaum ist es dunkel. Kaum ist es dunkel, scheiß dich Beine in die Hose. Juhu. Ich dachte gerade, das ist sonst was. Dabei ist es bloß ein verkackter Rollstuhl. Okay, defekt. Gott sei Dank defekt, Gott sei Dank defekt. Wir müssen sozusagen ins Treppenhaus. Bleib ganz ruhig, Beini. Es ist nur ein Horrorspiel. Hier kann nichts passieren. Die Ärzte sagen, dass ich Fantasie und Wirklichkeit nicht auseinanderhalten kann. Aber ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ich habe gesehen, wie diese Dämonen die anderen Patienten ermordet haben. Ich will von diesem verfluchten Ort flüchten, aber ich wage es nicht, ins Licht zu gehen. Es scheint, als ziehe das Licht sie an. Darum sind die Leute ihre Beute, die Licht brauchen, um zu sehen. Die Dämonen hören auch sehr gut. Wenn sie weiterleben wollen, bleiben sie besser im Dunkeln und verhalten sich ruhig. Aber selbst das wird sie wahrscheinlich nicht retten. Äußerst beruhigend. Äußerst beruhigend. Muss ich schon sagen. Okay, ich bin gerade ein bisschen vorsichtig. Da ist nämlich eins, da ist ein Monster. Alter, sind mehrere. Seht ihr die Krankenschwester? Seht ihr sie? Oh nein, Alter. Warte, ich lock sie an. Ha! Okay. Komm her. Komm ruhig. Ich hab ein Messer, ich hab keine Angst vor dir. Ich hab keine Angst. Ich werde dich ficken. Oh, wie eklig du dich bewegst. Oh, da ist noch eine. Da ist noch eine. Ah! 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 Weg, 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 hier rüber. Oh Gott. Er ist ja eine zweite, Alter. Oh, warum zwei? Reicht nicht eine von den Schlampen? Stirb. Okay, eine weg, eine weg, eine weg. Oh Gott. Bam. Das Kämpfen macht ja fast schon Spaß. Das funktioniert richtig geil auf jeden Fall. Aber ich will aus diesem Krankenhaus, Freunde. Ich will aus diesem Krankenhaus. In der Klotze läuft mal wieder nix.
ist das für eine Tür? Besteht die aus Haut? Alter, was? Was zur Hölle? Okay. Freunde, ich würde sagen, da wir jetzt bei 20 Minuten sind, so lange wollte ich ja nicht die erste Folge machen, speichern wir hier mal an dieser Stelle und beenden damit. Und beenden damit die erste Folge Silent Hill Homecoming. Macht auf jeden Fall Bock. Ich werde auf jeden Fall die Nacht heute noch ein paar Folgen davon aufnehmen. Macht Spaß, das Spiel. Habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Ist, wie gesagt, schon 5-6 Jahre her, als ich es gespielt habe. Ich glaube, zu Release habe ich es gezockt, weil ich ja großer Silent Hill-Fan bin. Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht durchgespielt habe. Keine Ahnung. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich beende jetzt hier erstmal die Aufnahme. Wir sehen uns in Folge 2 mit Silent Hill Homecoming. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.